Galerie Rauminhalt. Unter Vorbehalt. Ich habe mir viele Steine aus dem Naturhistorischen Museum ausgeborgt vor einigen Jahren, um die zu fotografieren, weil mich sozusagen dieses Mineralische einerseits eben im Hinblick auf die Beschäftigung mit Abstraktion und konkreten Formen interessiert hat und andererseits hat mich auch die Tatsache interessiert, dass diese Mineralien im Naturhistorischen Museum in gewisser Weise ja ins Museum migriert sind, ja, durch das sie auch zusammengesammelt worden sind in der ganzen Welt durch die Weltumsegelungen und im Museum als Archiv, ja, als Sammlung wiederum eine neue Form von Ordnung dort bilden. Und in meiner Ausstellung hier geht es eigentlich auch um die Beschäftigung mit Ordnung und Unordnung und Umordnung und um diese Auseinandersetzung sozusagen, wie komme ich zu einer bestimmten Form. Und so bin ich sozusagen auch eigentlich aus der Beschäftigung mit diesen Mineralien und einem Extrakt, das ich aus einem Bild herausnehme, auf die Arbeit Variance gekommen, wo sich sozusagen dann eigentlich ergeben hat, dass sich eben eine Arbeit, die sich zwischen Kunst und Design bewegt, entwickelt hat. Aus dieser Beschäftigung auch mit dem Dreieck heraus sind dann zuerst diese Wandobjekte entstanden und dann ist die Idee entstanden, ja, ich möchte diese Wandobjekte eigentlich auch in den Raum transferieren und könnte doch damit auch eben Raumobjekte entwerfen. Und als drittes ist dann eigentlich noch der Paravent ins Spiel gekommen und ich habe dann bemerkt, okay, es gibt noch keinen Paravent, der aus Dreiecken besteht, dann könnte ich doch sowas versuchen, ob das funktioniert. Auf dieser Wand geht es um das Mineral Magnetit, das man auf dem Foto sehen kann. Das Stoffteil, das sozusagen als Hintergrund dient oder auch als Teil der installativen Ansicht, die wir hier haben, visualisiert die Orte, an denen Magnetit auf der Welt zu finden sind. Im Zuge mit der Beschäftigung mit Bauhaus, das mich in mehrerer Hinsicht immer wieder interessiert, beziehungsweise die verschiedensten Protagonistinnen und Protagonisten des Bauhauses immer wieder interessieren und auch inspirieren, ist, dass sie Kunst als etwas verstanden haben, das das ganze Leben beinhaltet, ja, und nicht nur im White Cube stattfindet, sondern eigentlich in alles mit einfließt, was das Leben anbelangt, ja. Und das finde ich ein spannender Gedanke und das hat mich eben auch an Anni und Josef Albers interessiert, ja. Anni Albers hat sich ja eigentlich ein Leben lang mit Textilien auseinandergesetzt, aber auch eben mit dem Entwurf von Mustern für Textilien. Der Stein hat mich in dem Kontext interessiert, also die anderen Steine sind ja eben eigentlich so sehr stark von einer bestimmten Geometrie bestimmt, ja, die Mineralien. Und dieses Mineral, also dieser Stein, dieser Granit, hat eher eine organische Form, ja, die entstanden ist durch sozusagen Abnutzung, ja, durch dass der Granit wahrscheinlich Jahrhunderte im Wasser war und sozusagen diese Form bekommen hat, diese runde Form bekommen hat. Trotzdem hat er auch eine kristalline Struktur in sich eigentlich und mich interessiert daran sozusagen eben dieser Gegensatz oder diese Dialektik von etwas Konstruierten und etwas Organischem.